Ich habe neulich immer noch so einen Autofahrer, so einen Taxifahrer vor mir. Oh nein, ey, der fährt hier 80 oder 70 oder was auch immer. Ich komme auf jeden Fall sehr schnell hinterher. Nimm die Beine in die Hand, du Penner! Würzburger, gib Gas mit einer Gottgay. Sonst krieche ich dir einen Kofferraum. Ich hab da kein Problem mit. Ich schieb dich über den Berg rüber, ey. Wenn du hier sprenzlig machst. Mich überholen und dann ausbremsen wollen, das haben wir gern. Wenn du 80 oder 70 fahren willst, dann bleib auf deiner Spur und zwar hinten. Mann. Meistens so. Erst überholen. Dann stellst du fest, oh, hier 70, hier 60. Runterbremsen. Und hast einen LKW knapp erkennen. Entweder ignorieren sie dich oder sie haben dich nicht gesehen. Was ich, das Letztere kann ich mir nicht vorstellen, dann müssten sie blind sein. Obwohl, naja, so ganz ist es ja nicht. Also doch vielleicht ignorieren. Oder vielleicht doch blind. Blind wird wahrscheinlich eher wahrscheinlich. Ja, doch. Blind ist wahrscheinlich. Relativ. Was haben wir denn hier? Hat mich der denn vorhin schon überholt? Der Getränke lässt zu, oder? Gisela? Nee. Giegler? Nee. Ziegler? Ist das ein Z? Es ist eine Z. Es ist Ziegler Transport. Hoppala. Laut über wollte ich eigentlich jetzt nicht fahren. Ziegler Transport. Entschuldigung, meine Uroma. Natürlich nicht meine Oma. Meine Oma ist eigentlich meine, von der Klee die Oma eigentlich. Aber ist auch egal. Meine Mutter. Also Uroma, meine Uroma, die jetzt im Altenheim ist. Genau. So. Ja. Die ist jetzt ungefähr 85, ist er. 86. Meine Uroma. Mütterlicherseits, natürlich. Die hat nie einen Führerschein gemacht. Warum auch? Bäuerin. Jahrelang auf dem Bauernhof gelebt. Da brauchst du keinen Führerschein. Wenn du einen Traktor fahren willst, brauchst du keinen Führerschein. Zu der Zeit jedenfalls nicht. Da war noch mein Opa, war da noch am Leben. Der hieß Friede, hieß der. Friede. Punkt. Ich verrate den Namen. Friedlich ist mein Opa. Der war in Texas in Gefangenschaft. Und hat jeden Abend hat er Cognac in seinen schwarzen Kaffee. Der hat immer schwarzen Kaffee mit Schuss Cognac getrunken. Immer, jeden Abend. Und dazu seine dicke, fette Havannas geraucht. Ja.
so daumendick waren die Dinger. Nicht so lang wie Arnold raucht, sondern eher die kurzen, die so 15 cm lang waren, die, oder ja, so 12 bis 15 cm, glaube ich. So kurze Hand. Zigarren waren das. Hat er immer geraucht, jeden Tag. Gepafft, auf Deutsch. Das weiß ich noch. Da war hinten neben Ofen, da war noch so ein uralter Holzofen, war da gestanden. So ein uralter Holzofen, der ist immer gelaufen. Da hat die Oma immer Holz rein, Klappe auf, Holz rein, Holzscheibe. Unten Kohlekeller, immer schön Eierbrikett reingeworfen. Es war immer schön warm in der Bude. Und so ein Baden, wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, da war da diese komische Blechwanne. Ne, auf der einen Seite ist so richtig so eine gebogene Blechwanne. Die sah so komisch aus. Sah aus wie so ein Boot. Wie so ein Bootskörper. Aus Blech. Ne, oben gebogen, zum Grund gebogen. Und da hatte ich immer Wasser, heißes Wasser in Eimer und dann hat es da rein in die getragen und hat es in die Wanne reingeschüttet, bis das Ding voll war. Da habe ich da drin gebadet. Als kleines Kind. 8-9 Jahre gegangen. War schon nicht schlecht. Da war auch ein Ofen drin. Und hinter dem Ofen oder neben dem Ofen, da war ein Karton. Der Karton, da war so eine rote Lampe. So eine richtig schöne warme Lampe war da drüber. In dem Karton, da waren kleine putzige Entchen drin. So Küken. Selbst, also die Eier, ne, ausgeschlüpft und dann in den Karton rein. Das war mal ganz lustig. Die Küken da drin. Enten, Hühner haben wir gehabt. Kühe, Schweine auf dem Bauernhof. Das war nicht schlecht. Das war cool. Bis mein Opa dann irgendwann gestorben ist, dann haben wir das ganze Ding dann aufgelöst. Und meine Oma konnte es nicht mehr machen. Meine Uroma. Ja, das Ganze hat jetzt mein Onkel, das ganze Tralala hat jetzt mein Onkel gekriegt. Der mittlere Sohn ist das, also die hat ich habe drei Onkel und eine, und meine Mutter auf Deutsch gesagt. Ja, die hat also vier Kinder gehabt. Der mittlere, ich glaube, der Jüngste hat, glaube ich, das Haus gekriegt. Der Jüngste hat das Haus gekriegt. Oder der Älteste, nee, der Älteste hat schon ein eigenes. Der Älteste hat ein Haus. Der hat sich selbstständig gemacht. Der ist in Rente. Der ist in Frührente gegangen. Wegen körperlicher Probleme. Und der Jüngste, der arbeitet noch. Der springt hier draußen rum. Er arbeitet bei einer Spedition. Das ist auch was Hohes. Also, der ist Haltmeister. Ist der. Sowas wie Vorarbeiter auf der Baustelle. Sowas. So Haltmeister, der sagt halt, wo was hinkommt. Und wenn die Fahrer kommen, geht er meistens zu ihm und fragen, wo die Ware hinkommt, welches Rohr darf ich benutzen. Das ganze Teil, das trägt er dann alles irgendwo ein, keine Ahnung. Ich habe mich damit nie beschäftigt, mir ist es wurscht. Ich fahre nur die Dinger von A nach B, der Rest ist mir wurscht. Dann sage ich dem Bescheid und dann sagt er mir, wo es lang geht. Ich bin für den Transport zuständig. Werde ich bezahlt. Und ja, und der hat es dann gekriegt. Meine Oma, meine Uroma. Es ist immer so komisch, wenn ich sage Oma, weil ich bin einfach gewohnt, die Klee sagt Oma und dann sage ich auch Oma. Eigentlich stimmt es nicht, aber müsste eigentlich nicht Oma. Da heißt eigentlich nicht Oma. Ich sage Oma dazu, fertig. Meine Uroma, die ist jetzt im Altenheim. Die ist dement.
die ist Ballerballer, die weiß nichts mehr, wovon noch nicht, ist auf Deutsch gesagt. Die, wenn du fragst, hallo Oma, wer bin ich, will keinen Plan. So in der Richtung. Ist ziemlich neben der Spur, auf Deutsch gesagt. Aber richtig, das ist schon fürchterlich. Vor ein paar Jahren hat sie noch Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Das war ein Traum. Jetzt kannst du immer die Gabel richtig halten. Ja. Das ist traurig. Naja. Das ist das Alter. Da kommen wir alle irgendwann hin. Irgendwann. Was jetzt kommt für Lied. Hoffentlich mein Thorax. Infected? Nein! Titel Nummer 7. Keine Ahnung, was das ist. Damage. Oder? Das ist Damage. Bad Boy habe ich drauf. Damage. Bad Guy habe ich drauf. Damage. Thorax Infected. Noises. Stay alive. Eisklette auf 3 Kilometer, 6 Meter.